Ein Mann träumt in dieser Woche auch von einer Auszeichnung. Er wäre so gerne Bergsteiger, unser Chris Stefan. Und ja, genau. Das versucht er schon die ganze Woche. Er ist im Salzburger Land unterwegs. Heute noch gar nicht so weit oben am Berg. Guten Morgen, Chris, nach Saalbach. Na gut. So wie du, Flo, du wärst gerne Skispringer. Ja. Bei mir ist auf jeden Fall der Roland und morgen geht es nämlich los mit der großen Mountain Attack und Roland ist der Erfinder der Mountain Attack. Erklär uns dann zusehen genau, was das genau ist einmal. Naja, die Mountain Attack ist da hier in Saalbach ein Turnski-Marathon, also man geht bergauf mit den Fellen und hat dann auch Abfahrten dabei und ja, die Königsdisziplin ist eben der Marathon mit über 3000 Höhenmeter, 6 Gipfel, geht an der Nordseite los, sehr steil da, der erste Anstieg, wo wir stehen, bis zum Talschluss und kommt über die Südseite wieder zurück nach Saalbach. Das ist das härteste. Das stimmt. Das sagt, das naja, ist das, dann sagen wir das. Ja, es ist eigentlich weltweit das härteste, anstrengendste, steilste und längste Individualrennen auf der Piste. Ja. Genau. Wie viele Teilnehmer sind dabei? Ja, ungefähr 1000. Okay. Am Start. Wie schaut es aus mit der Steigung? Wir können ja kurz mal so raufschwenken. Wo ist denn der erste Treffpunkt sozusagen? Ja, der erste kritische Punkt, wo wir jetzt weggehen, ist immer so die Anfeldzone. Dann geht es da eher noch ein bisschen hügelig, flach, aber dann sieht man schon, wie es sich aufstellt. Und da hinter die Bäume haben wir dann bis zu 70% Steigung. Und dann geht es rüber zur Mittelstation und ganz rauf auf den Gipfel. Das ist einmal der erste Anstieg, das sind 1000 Höhenmeter. Das ist der erste Drittel. Und dann geht es runter und dann wird ein Stück Abfahrt, da rauf auf den Westgipfel und dann eine lange Abfahrt nach Hinterglemm. Und dann noch den 12er-Kugel, der WM-Berg von 2025. Dann hinterunter die Nordabfahrt und über die Südseite wieder retour. Okay, wir kennen uns aus. Ist ja ein langer Weg. 40 Kilometer habe ich nachgelesen. Ne? Das sind die Ski, hast du gesagt? Ja, genau. Aber da brauchen wir noch was. Da brauchen wir was. Da müssen wir noch ein Steigfell raufgeben. Damit man da gescheit das klebt man da rauf. Aufsteigen kann sozusagen. Genau, ist ein Rennski. Ganz eine schmale Taillierung. Und ganz ein leichtes Gewicht. Ja. Hat ungefähr 850 Gramm. Und dann hängt man praktisch das Fell da ein. Sehr schön. Und klebt es drauf. Damit man dann den Halt hat. Und dann hast du den Halt. Genau, so ist es. Zack. Zack. Dann ist drauf. Dann, ja, im Grunde legt man dann hin. Einstieg in die Bindung. Jetzt steigst du schon mal ein. Mit den Pins. Ja. Zack. Und dann geht's schon los. Dann geht's schon los. Ja. Okay. Aber, was? Chris, ja. Hast da liegt der zweite Paar Ski. Ja, sehr geil. Weil ich mir gedacht habe, für dich ist das auch cool. Erste Mal vielleicht. Steig einmal rein. Steig rein. Muss nach vorne. Zack, jawohl, haben wir schon. Zack. Haben wir schon. Sperren. Mach zu. Heben auf einmal. Schau. Nächste. Genau, siehst du das? So super. Ist das. Nächste. Nächster Ski. Ja, auf geht's. Zack. Ja. Na? Ja, passt da. Nein, sind wir nicht ganz drinnen. Jetzt haben wir. Zack, jetzt. Jawohl, jetzt schaut's gut aus. So. Jetzt brauchst du einen Stock. Stock. Stock, Stock, Stock. Gut. Ja. Dann machen wir uns schon bereit, glaube ich. Ja. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber wir werden einmal die erste Steigung sozusagen als Attacke annehmen. Ja. Ja. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Aber es wird, glaube ich, mit meiner Kondition eine lustige Geschichte. Ja, bist du ready? Ich bin jetzt gleich ready. Na komm schon. Ja, geh mal vor. Geht schon, komm. Kann ich den Zuseher nehmen? Nimm doch mal meine Stöcke. Ich meine, der erste Ausstieg, das ohne ist Stöcke ja gar nichts. Ohne Stöcke kann ich nicht, Chris. Ist ja gar nichts. Geh vor, ich gehe vor. Flo, wir hören uns dann in einer Stunde wieder, ja? Ja, sehr gerne, Chris. Kommst du auf den Geschmack? Und glaub ja nicht, wir hätten die Liftstützen da nicht gesehen. Wir wissen, wie du da immer schummelst bei solchen Sachen. Wir werden das kontrollieren in der nächsten Stunde hier im Kaffeepuls. Wir sind gleich zurück und schauen dann auch, warum wir an diesem bevorstehenden Wochenende definitiv alle raus in die frische Luft am